Ja, hallo Freunde, hier mal wieder auf NRWs Straßen. Heute soll es mal um das Thema meine Arbeit gehen. Ich möchte euch mal erklären, warum ich immer so wenig Zeit habe. Und Schuld ist natürlich Arbeit. Ja. Ich arbeite in einem Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, ich erfülle die Wünsche der Kunden. Wo fahren wir denn jetzt mal lang? Was geht denn da ab? Ja, fahren wir mal da. Lass mal die mal durch. Ja, ich erfülle Wünsche der Kunden in Bezug auf Gewichte stemmen, wie jetzt mal. Ja, ich fahre jeden Tag mit einem Mobilkran oder auch Autokran, viele werden es unter Autokran kennen, durch die Gegend hier um die Kirchen. So Reichweite bis 200 Kilometer, zumindest so im Moment. Also jeden Tag eine andere Baustelle, jeden Tag eine andere Aufgabe. Total abwechslungsreich. Klar, ich fahre jeden Tag Kran. Ich hebe jeden Tag irgendwas. Aber jeden Tag was anderes. Ja, was fahre ich denn für einen Kran? Ich würde sagen, ich liege so in der unteren Mittelklasse, wenn man das so nennen darf. Also zumindest behaupte ich es, hallo? Zumindest behaupte ich es so. Man könnte auch schon Großgerät dazu sagen, wo ich mir aber nicht unbedingt sicher bin, weil mein Empfinden nach Großgeräte woanders anfangen. Obwohl ich mal gesagt habe, als ich noch kleineren Kran gefahren bin, dass ein Großgerät da anfängt, wo ein LKW benötigt wird, um Gegengewichte zu fahren. Ja, nur so ein Gerät habe ich ja jetzt. Tja, ich blende das mal oben ein, dass ihr mal eine Vorstellung habt. Ja, es ist ein Kran, nicht genau der gleiche, den ihr jetzt gesehen habt, also ist schon derselbe Typ und sieht genauso aus, nur ich wollte jetzt nicht unbedingt mein Gerät mit der Werbung da drauf einblenden, also es ist wie gesagt ein Kran der Marke Liebherr und der kann theoretisch sage ich mit Absicht, 130 Tonnen heben. Man macht es einfach nur nicht. Ja? Das ist einfach nur eine Angabe, damit der Kunde weiß, was er auf den Kran bestellen muss, damit man irgendwo auch die Größenstufen kategorisieren kann. Ja? Beziehungsweise auch, dass die Firma dafür dementsprechende Preise nehmen kann. Ja, es ist ein 5-Achser. Alle Achsen lenkbar. Vorne und hinten unabhängig voneinander. Eigengewicht von 60 Tonnen. Ja, und somit unterliege ich der Großraumtransporter bzw. der Großraum- und Schwertransporter. Was heißt das? Das heißt für mich, ich darf eigentlich mit dem Gerät gar nicht auf der Straße fahren, ohne eine Sondergenehmigung zu haben. Das heißt, ich unterliege Auflagen. Diese Auflagen wirken sich bei mir so aus, dass ich vorgeschriebene Fahrstrecken bekomme. Also ich kann nicht einfach irgendwo
fahren, wie jetzt mit dem Moped irgendwo hin, sondern ich muss mich strikt an die Strecke halten. Ich darf mich sozusagen auch nicht verfahren. Ne? Sollte das mal passieren, entweder dann auf eigenes Risiko oder ja, normalerweise muss man Polizei rufen, die dann da praktisch sperrt und uns wieder zurückbegleitet. Theoretisch, ja, dann macht das schon. Ansonsten, wenn sie dich erwischen, kostet halt ein bisschen Geld und einen Punkt dabei. Ja. Aber es passiert ja selten. Man bereitet sich ja vor und heutzutage programmiert man ja auch ein Navigationsgerät. Das gab es ja natürlich vor 15 Jahren noch nicht. Da war es ein bisschen schwieriger, aber da waren auch die Polizei war nicht so, ich sag mal, pingelig. Haben auch schon mal ein Auge zugedrückt. Ja, und das zweite, die zweite Auflage, und das ist eigentlich diese, die diesen Beruf schwer macht, sind die Zeitauflagen. Die Zeitauflagen haben es in sich. Das bedeutet, ich darf auch nur in bestimmten Zeiten fahren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ihr bestellt einen Kahn in einer Größe von 130 Tonnen zu dem und dem bestimmten Ort und ihr möchtet, dass der Kran 8 Uhr vor Ort ist. Soweit ganz gut. Nur für mich schon wieder ein Problem. Das heißt, entweder muss ich so losfahren, dass ich um 6 am Ziel ankomme, weil ich um 6 von der Straße runter sein muss. Ich darf früh morgens nur bis früh um 6 fahren. Oder ich darf erst wieder 9 Uhr fahren. Das heißt, ich würde zu spät kommen. Also, um den Kunden zufriedenzustellen, fährt man da im Prinzip schon 2 Stunden vorher hin. Ja, und nachmittags ist genau dasselbe. Ja. Ich darf dann von 9 Uhr bis 16 Uhr wieder fahren. Und ab 16 Uhr muss ich wieder bis 19 Uhr stehen. Das heißt, macht der Kunde 16 Uhr Feierabend oder auch 15.30 Uhr, ich muss ja den Kran noch anschließend zusammenbauen, fahrtüblich, also fahrbereit machen, das schaffe ich nicht bis 16 Uhr. Also bleibt mir nichts anderes übrig, wie bis 19 Uhr die Sperrzeit abzuwarten und erst dann Richtung Betrieb weiterfahren. Ja, je nachdem wie weit das war, ja, es ist ja durch die Auflagen ist das ja so, dass wir manchmal zwar eine normale Strecke von 30 Kilometer hätten, wir machen aber eine 80 Kilometer Strecke draus, weil wir dürfen dort nicht über die Brücke und wir dürfen dort nicht über die Brücke und ja, und so ist es manchmal, dass man aus 20 Minuten normalerweise, die man fahren würde, 2 Stunden macht. Wenn du dann 19 Uhr erst noch 2 Stunden nach Hause fährst, ja, dann kannst du dir ausrechnen, wann du im Betrieb erstmal bist. Dann musst du den Kran fertig machen für den nächsten Tag. Dazu ja, tanken und die nächste Genehmigung angucken. Oder du verschiebst das halt auf nächsten Morgen. Aber dann musst du halt morgens wieder eher aufstehen. Also es glaubst wie gesprungen. Ja, und dementsprechend hast du Arbeitstage von 16 bis 18 Stunden. Ja. Klar, es ist nicht so ein Job, wo man die ganze Zeit nur durchweg arbeitet. Man hat viele Ruhephasen, weil oft ist es so, dass man nur einfach ein Gewicht festhalten muss, bis das irgendwo montiert wird. Oder, ne? Aber es ist dann halt so. Ne? Ja, interessanter Job, zumal man macht viele verschiedene Sachen. Fahre ich jetzt da dran vorbei? Ne, noch nicht. Sag mal, wir müssen ja gleich rechts abbiegen. Aber was machen wir denn, wenn der auch rechts abbiegen will? Ja, was habe ich denn so alles gemacht? Eigentlich wüsste ich nicht, was ich nicht gemacht habe. Wir haben Windkraft gemacht, also Windräder gestellt. Ja, die Windmühlen. Ein U-Boot habe ich rausgezogen in Wilhelmshaven. Das steht übrigens auch da in dem Museum.
ist zwar da jetzt mittlerweile, glaube ich, halb ausgeräumt. Ich war ja in diesem Museum kurz danach. Ich habe ja noch das Glück gehabt, konnte mir das Boot noch richtig angucken. Mit allen Ohren und Instrumenten und ist ja jetzt dann alles nicht mehr so. Es ist ein bisschen schmaler gemacht worden, also ein bisschen leichter gemacht worden. Ach, der fährt doch da lang, Mann. Ne, nutzen wir die Gelegenheit. Ja, sorry, ich musste mal eben den LKW überholen. Er hat sich doch für meine Strecke entschieden und war ich nicht mit glücklich, nicht mit zufrieden. Ja, und so ist das in meinem Beruf. Also es ist nicht einfach. Zumal ich auch noch 45 Minuten von zu Hause bis zum Betrieb habe. Ja, die Zeit muss man ja auch noch einrechnen. Wenn man dann auch unterwegs ist, ist es nochmal zusätzlich 1,5 Stunden. Die jeden Tag flöten gehen. Dementsprechend hat man ja auch weniger Schlaf. Ja. Klar, man hat die Wahl, oder ich könnte jetzt sagen, oh, komm, warum suchst du nie was anderes? Nein, will ich nicht. Ich mache diesen Job seit über 20 Jahren. Und ich weiß, was mich in dieser Branche erwartet. Es gibt gute und schlechte Tage, es gibt Vor- und Nachteile, wie in jedem Job. Aber ich liebe meinen Job und ich mache es sehr, sehr gerne. Ich weiß, was ich da tue. Und ja, deswegen bleibe ich dabei. Geld stimmt auch. Kann man ja nicht überall so sagen. Von daher. Ja, so viel zu meiner Arbeit. Ich würde sagen, machen wir Schluss, bevor das Video vielleicht zu lang wird und uninteressant wird. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Einen Daumen nicht vergessen. Ciao, ciao.